Die peristomale Haut wird täglich beeinträchtigt. Einmal durch das tägliche Wechseln der Stomaversorgung und zudem durch den Kontakt von Ausscheidungen mit der Hautoberfläche, wenn das Produkt nicht richtig funktioniert. Dadurch verändert sich die peristomale Haut und unterscheidet sich dann sehr von der übrigen Haut im Abdomenbereich. Die Hautoberfläche in den beiden Bereichen unterscheidet sich deutlich voneinander. Im Abdomenbereich gibt es feine und grobe Linien, die, wie eine Art Patchwork, eine raue Hautoberfläche bilden. Dieses Muster ist auf der Hautoberfläche des ganzen Körpers zu sehen, besonders auf den Händen. Die peristomale Haut hat wiederum eine weniger strukturierte Oberfläche, die deutlich weicher ist und glänzt. Durch die Analyse von Biopsien dieser Hautbereiche können wir verschiedene Hautschichten erkennen. Beide Bereiche haben ähnliche Hautschichten, aber die Epidermis der peristomalen Haut ist dicker und zeigt Zeichen einer chronischen Entzündung auf. Diese Veränderungen gibt es in der Haut. Sie treten jedoch nicht als Komplikationen auf der Hautoberfläche auf. Das Stratum corneum, die obere Hautschicht, hat eine Schutzfunktion. Diese Schicht ist dafür zuständig, die Feuchtigkeit im Körper zu halten und stellt dabei sicher, dass dieser nicht dehydriert. Die Schutzfunktion bewertet man durch eine Evaluation der Wasserverdunstung auf der Hautoberfläche, des sogenannten transepidermalen Wasserverlustes, kurz TEWL. Steigt der Parameter, kann das ein Hinweis auf eine Hautschädigung sein. Im peristomalen Bereich ist die Wasserverdunstung auf der Hautoberfläche höher als im Abdomenbereich. Das ist üblich für jede Art von Stoma. Besonders bei einem Ileostoma kommt es zu einer stärkeren Wasserverdunstung und dementsprechend mehr Hautschädigungen. Die zwei häufigsten Hautkomplikationen bei Stomaträgern sind das mechanische Trauma und die damit verbundene Hautablösung sowie die irritative Kontaktdermatitis, die auf Leckagen oder andere durch Feuchtigkeit entstandene Hautkomplikationen zurückzuführen ist. Bei unseren Untersuchungen der peristomalen Hautbereiche haben wir an beiden Bereichen gleich häufig Zug durch das Abziehen von Klebestreifen ausgeübt. Dabei stellten wir fest, dass peristomale Haut sich wesentlich leichter und schneller beschädigen lässt als die Haut im Abdomenbereich. Und das gilt für alle Stomaarten. Vergleichen wir die Stomaarten miteinander, so sehen wir, dass die Haut, die ein Ileo- oder Urostoma umgibt, empfindlicher und dementsprechend anfälliger für Hautschädigungen ist als die Haut, die ein Kolostoma umgibt. Setzen wir die peristomale Haut den Ausscheidungen des jeweiligen Stomas aus, so hat das verschiedene Auswirkungen. Flüssige Fäkalausscheidungen sind zwar pH-neutral, beinhalten jedoch viele Enzyme, die zusammen mit Tensiden die Hautoberfläche auflösen. In festen Ausscheidungen oder im Urin gibt es diese Enzyme nicht, weshalb Menschen mit Urostomata und Kolostomata weniger Hautkomplikationen aufweisen. Je länger die Haut den Enzymen ausgesetzt ist, desto größer ist der Schaden. Unsere Untersuchungen zeigen, dass die peristomale Haut Veränderungen aufweist und dass sie empfindlicher ist als die Haut im Abdomenbereich. Daher ist es sehr wichtig, die stomaumgebende Haut so gesund wie möglich zu erhalten, um Hautkomplikationen zu vermeiden.